Der schwedische Biathlon-Cheftrainer Johannes Lukas wandelt auf den Spuren von Juliana. Der 27-Jährige, der in Schweden als Trainer seit 2019 große Erfolge feierte, sieht in seinem Alter viele vor. Johannes Lukas ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft bei der Biathlon-Imago-Images. Man sieht es auch im Fußball. Es kommen immer mehr junge Trainer, die vielleicht auch noch etwas mehr ausprobieren, vielleicht junge Leute noch besser erreichen, sagte Lukas dem Deutschen. Der 27-Jährige ist seit Mai 2019 der Cheftrainer des schwedischen Bjerg. Bei der WM in Pokljuka, Slowenien, holten die schwedischen Skijäger insgesamt 6 Medaillen und damit 4 mehr als Deutsch. Lukas, der von Trainer Legende Wolfgang Pichler lebte, sei super glücklich mit dem. Er konnte wegen einer Schulterverletzung leider nicht persönlich vor Ort sein. In Zukunft könnte sich Lukas, der bereits in der Vergangenheit als Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München arbeitete, auch eine Rückkehr in den Fußball vorstellen. Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Ob das nochmal der Fußball wird oder was auch immer, das steht in den Sternen, sagt einen Wechsel zum Deutschen Skiverband für die Zeit nach den Olympischen Spielen in Peking 2022 hatte Lukas zumindest Anfang des Jahres nicht aus. Ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwann mal für ein anderes Land zu arbeiten. Ob es jetzt Deutschland ist oder wer auch immer, hatte er erklärt. Aber Stand jetzt fühle ich mich sehr wohl in Schweden. Ich habe ein super Team und noch keinerlei Gedanken daran verschwendet, was nach Olympia kommt.